Herr Dr. Scheuer, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich möchte zunächst Montesquieu zitieren, weil wir hier als Parlament zusammensitzen. Montesquieu ist bekanntlich der Vater der Gewaltenteilung und der modernen Verfassung und er hat einen sehr klugen, heute Abend sehr wichtigen Satz gesagt. Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu erlassen, dann ist es notwendig, dieses Gesetz nicht zu erlassen. Über was für ein Gesetz sprechen wir heute? Es ist ein Antrag der Grünen, der wird unterstützt von den Linken und bisher auch von den Abgeordneten der SPD. Und deswegen, meine Damen und Herren aus der SPD, möchte ich mich vor allem an Sie wenden, denn für die verfassungsändernde Mehrheit braucht es Sie und Ihre Gewissensentscheidung als Abgeordnete. Für wen soll, um nochmal auf Montesquieu zurückzukommen, für wen soll dieses Gesetz notwendig sein? Es könnten die Jugendlichen sein. Die Jugendlichen sind es aber nicht. Die Jugendlichen haben sich bei allen Umfragen mit großer Mehrheit gegen die Absenkung des Wahlalters ausgesprochen. Dort, wo die Jugendlichen wählen können, in Kommunalwahlen oder in Landtagswahlen wie in Bremen, liegt die Wahlbeteiligung der 16- und 17-Jährigen unter der allgemeinen Wahlbeteiligung. Und auch hier in Hamburg, die aktuellen Umfragen bestätigen es, die Schüler aus den Bergedorfer Gymnasien sind da, haben sich mit großer Mehrheit die Jugendlichen gegen die Absenkung des Wahlalters ausgesprochen. Jetzt kommen wir, und vielleicht Herr Bürgermeister Scholz und Sie als SPD-Abgeordnete sind ja auch an der Mehrheit in der Stadt interessiert. Ist das Gesetz vielleicht für die Hamburgerinnen und Hamburger notwendig? Dazu gibt es eine aktuelle NDR-Umfrage, die seit 2 Wochen läuft, seit der ersten Lesung. Und mehr als 75% der Hamburgerinnen und Hamburger, die dort mitgemacht haben, haben sich gegen die Absenkung des Wahlalters ausgesprochen. Eine Bürgerbeteiligung, das haben wir gerade schon in der Debatte gehört, eine Bürgerbeteiligung hat es von Ihnen nicht gegeben. Wem könnte das Gesetz also nützen? Natürlich den Parteien. Und da kommen wir zum interessanten Punkt. Herr Gohlke, der Abgeordnete der Linken, hat am Freitag in Bergedorf sehr treffend in der Bergedorfer Zeitung zitiert. Ich lese das vor, was Herr Gohlke sagt. In Bremen hat es funktioniert und wir, die Linken, haben davon profitiert. Die Linken profitieren also schon mal nach der Einschätzung. Die Grünen profitieren auch. Das wissen wir aus den Ergebnissen in Bremen und bei den U18-Wahlen, die testweise durchgeführt sind. Nun wäre ja, und jetzt komme ich zum entscheidenden Punkt, nun wäre es ja nicht so schlimm, wenn wir hier ein Gesetz erlassen, was politisch dazu führt, dass die Grünen und die Linken davon profitieren. Das müssen Sie überlegen, ob Sie die verfassungsändernde Mehrheit dafür geben. Aber was wir wissen, und jetzt hören Sie gut zu, was wir wissen aus den Ergebnissen in Bremen, was wir wissen aus den Ergebnissen der U18-Wahlen, die in allen Bundesländern gemacht werden, was wir wissen ist, dass aufgrund der generellen Anfälligkeiten Jugendlicher für extreme Positionen, dass die NPD einen übermäßig hohen Anteil an Stimmen der 16- und 17-Jährigen bekommt. So in Bremen, so in Baden-Württemberg, so in Brandenburg. Sie können die Augen davor nicht verschließen. Bei den 16- bis 17-Jährigen. Und das, meine Damen und Herren, bitte ich Sie mal zu berücksichtigen. In Hamburg haben wir die NPD bisher immer deutlich unter 1% gehabt. 1% ist die Grenze für die Wahlkampfkostenerstattung. Wenn Sie dafür sorgen, dass die 16- und 17-Jährigen mitbestimmen, werden sich die radikalen Parteien vor die Schulen stellen, sie werden dort Wahlkampf machen, sie werden den Schulfrieden stören und sie werden es in Hamburg schaffen, die 1%-Grenze zu übersteigen. Das heißt, de facto tragen sie dazu bei, dass die als Trittbrettfahrer in die staatliche Parteifinanzierung bekommen. Meine Damen und Herren, das ist ein 5-Euro-Schein. Was Sie als Parteikasse dafür bekommen, wir beschließen hinterher ja noch die Verlängerung der Legislaturperiode auf 5 Jahre. Staatliche Parteifinanzierung, 85 Cent pro Jahr, bedeutet für Ihre Parteien, für alle Parteien oberhalb von 1%, 4,25 Euro in der Wahlperiode in der nächsten. Das ist weniger als dieser 5-Euro-Schein. Und das ist es nicht wert, dass wir die NPD hier über die 1%-Hebe heben. Meine Damen und Herren, Politik
Politikverdrossenheit. Politikverdrossenheit bekämpft man mit guter Politik, aber nicht damit, dass man ein Erwachsenenprojekt Jugendlichen überstülpt. Dieses Gesetz ist nicht notwendig und deswegen ist es notwendig, dieses Gesetz nicht zu erlassen. Denken Sie dran bei der Abstimmung. Vielen Dank.